herzlich willkommen zu einem etwas anderen Rückblick auf das Spieljahr 2023, also mein Spieljahr 2023, den ich nicht dazu benutzen möchte, um über AAA-Titel oder Blockbuster-Titel zu sprechen, von denen es in diesem Jahr wirklich viele gab, sondern ich möchte eigentlich darüber reden, welche dieser Spiele in Frage kommen für die Vorlesung Sprache und Spiel im Wintersemester 2024. Denn es waren einige interessante Spiele dabei, die auf je sehr unterschiedliche Art und Weise Sprache oder Nonsprachliches mit dem ludischen Prinzip verbinden und so zu ganz eigenen Entwürfen werden, in denen Sprache mal mehr und mal weniger und auf je unterschiedliche Art und Weise eine Rolle spielt. Und darauf werde ich mich hier konzentrieren. Ich werde ein bisschen was sagen über die Spiele, die ich auch gespielt habe. Und einen großen Anteil daran, dass ich überhaupt gespielt habe, spielt das Steam Deck von Valve. Mein eigentlicher Gewinner, denn es hält mich an meinem Hobby. Wie man hier schon sehen kann, an den Spielen tatsächlich, die ich in diesem Jahr gespielt habe. Darunter sind natürlich auch größere Titel wie Hogwarts Legacy oder Shadow Gambit. Baldur's Gate 3 habe ich nicht gespielt und The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ebenso wenig. Das einzige Spiel, das ich auf der Switch angefasst habe, war Mario Wonder in diesem Jahr, aber auch das habe ich nicht so lange durchgehalten, wie ich es hätte eigentlich tun sollen. ETS 2 habe ich in diesem Jahr für mich entdeckt, unglaublich spät, aber ich habe es sehr genossen, offensichtlich Frachten in Europa auszuliefern, weil es ist ein sehr beruhigendes und gleichförmiges Spiel ist. Sowas braucht man ab und zu mal zwischendurch. Und daneben habe ich auch noch andere Sachen gespielt, sowas wie Bounty of One, ein Vampire Survivors Nachfolger, dem mit einem sehr, sagen wir mal so, sehr bestechenden Merkmal, nämlich, dass man nur angreift, wenn man steht, also sich die Spielfigur sich nicht bewegt, was es schon strategischer macht als die Vorlage. Und Dave the Diver als ein Spiel, das mehr oder weniger Exploration und Wirtschaftssimulation miteinander kombiniert. Sehr unterhaltsam. Aber auf die Spiele werde ich mich heute überhaupt nicht konzentrieren, denn ich würde sehr, sehr gern auf die Spiele schauen, die tatsächlich für die Vorlesung Sprache und Spiel in Frage kommen. Beginnen möchte ich mit The Captain. The Captain habe ich im letzten Jahr schon ausführlich gewürdigt, hier mit den Resten eines Let's Plays im Januar. Habe das Ganze dann nochmal rausgeholt im Juli und August 2023, weil ich hier gemeinsam mit Alex Bertel einen Vortrag zur Frage der Disruption gehalten habe, die durch das Spiel oder die Disruptionen, die in dem Spiel auserzählt werden. Wir haben es als Disruptionssimulator gelabelt. Und genau in diesem Zusammenhang wird es auch für die Vorlesung interessant werden, denn es geht hier um einen narrativen Entwurf, der den Helden in eine oder der den Spieler in eine Heldenrolle steckt. Und zu einer typischen Heldengeschichte einlädt in einem im Sci-Fi-Setting. Das Problem ist, dass schon das die erste Irreführung des Spielers ist. Denn es ist durchaus die Frage, wer oder was in diesem Spiel ein Held ist, wie man ethisch sich richtig verhält und wenn man dies tut, lässt einen das Spiel grandios scheitern. Das heißt, es bricht Erwartungshaltungen, indem es ein, sagen wir mal so, in diesem Sujet übliches Narrativ aufmacht, das es dann an allen möglichen Ecken und Enden und Stellen bricht. Deshalb wird The Captain in die Vorlesung Sprache und Spiel definitiv Einzug halten. Das soll es aber mit dem Verweis auf den Captain gewesen sein. Ein älteres Spiel, das ebenfalls eine herausragende Rolle spielen wird, ist Hades. Hades, warum? Hier Januar, Februar ebenfalls nochmal in der Playlist. Weil es nicht nur ein großartiges Spiel ist. Auch dieses Spiel habe ich mit einem Let's Play schon gewürdigt oder zumindest mit einem für mich ganz entscheidenden Durchlauf. In diesem Spiel passiert Folgendes: Es wird eine mythische Geschichte
ausgenutzt, um ein Roguelike zu erzählen, indem man immer wieder repetitiv neu startet. Und das Ganze aber so geschickt macht, dass mit jedem Durchlauf weitere Informationen über die Hintergrundgeschichte ausgegeben werden, die dann dazu führen, dass Erzählung, Loot, Lore und Lieder ineinander greifen. Aus meiner Sicht wirklich ein ganz großartiger Entwurf, der unbedingt in die Vorlesung Sprache und Spiel gehört. Das war's zu Hades. Ebenfalls in die Reihe der Spiele, die ich schon gespielt habe, die eigentlich nicht in diesem Jahr erschienen sind, ist Unpacking. Unpacking wiederum wählt einen ganz anderen Zugang zu der Frage, wie man Geschichten erzählen kann, indem es eben keine Geschichte erzählt. Das Einzige, was Unpacking macht, ist, dass es Dinge vorführt dem Spieler, die er von Umzug zu Umzug in Wohnungen neu sortiert. Und über die Dinge, die man entpackt, erzählt das Spiel eine Biografie. Und vor dem Hintergrund von Sprache und Spiel ist das natürlich relevant, weil man daran ziemlich gut Dinge sehen kann, wie die dessen das Weltwissen, Pressepositionen, unsere Kommunikation und unsere Erwartungshaltungen bestimmen. Das heißt, dass man auch Inhalte kommunizieren kann ohne Sprache. Ja, also das heißt, dass wir in unseren Alltagspraxen so verwoben sind, dass wir Dinge auch verstehen lernen und davon ausgehen, dass sie uns intentional präsentiert werden und mit Sinn aufgeladen sind, dass wir in jedem Artefakt und in jeder Handlung und in jedem Teil, in jedem Blüschtier, in jedem Buch, der Art und Weise, welche Schuhe tatsächlich an welcher Stelle stehen, Aussagen darüber versuchen zu treffen, wie die Biografie der Person sich denn gestaltet. Unpacking, großartig. Hier sieht man schon, die unterschiedlichen Stadien dieses Plüschtiers und die Kleidungsstücke, die hier aus- und einsortiert werden. Ein großartiges Spiel, das vor allen Dingen vor dem Hintergrund dessen, was wir wissen müssen, um miteinander zu sprechen und um es zu verstehen, gestrickt ist. Unpacking. Das waren die drei älteren Spiele, auf die ich nochmal eingehen wollen würde. Und jetzt zu den Spielen, die in diesem Jahr für mich relevant gewesen sind. Als allererstes und an erster Stelle Pentiment. Pentiment habe ich im letzten Winter angefangen zu spielen, habe dann hier auf dem Kanal ein Let's Play ebenso wie für Unpacking abgelegt. Und Pentiment ist ein Spiel, das auf ganz unterschiedliche Art und Weise das Thema Sprache und Spiel berühren. Zunächst einmal entwirft Pentiment eine Geschichte am Ende des Spätmittelalters zur frühen Neuzeit hin. Und es ist zum einen erstmal der ganz besondere Stil dieses Spiels, das an eine an Buchillustration erinnert. Also man wähnt sich während des Spiels die ganze Zeit in einem illustrierten Buch. Und es verbindet diese Illustrationen selbst mit Fragen von Handschriftlichkeit und Schriftlichkeit, die auf spezifische Art und Weise eingesetzt werden, und kombiniert das Ganze noch, und das wird für mich auch ein ganz zentraler Punkt sein, mit zentralen Liedern. Und diese Lieder sind für uns der Punkt, an dem wir tatsächlich hier für Pentiment einsetzen, denn diese Lieder stehen an Schlüsselstellen in der Narration, die sich perspektivenreich entwickelt. Also man klärt hier eine Mordserie auf in einem kleinen Ort in Oberbayern, und am Rand sei bemerkt, dass die diatopische und diachrone Variation nur an wenigen Stellen zu spüren ist. Eine dieser Stelle ist in den Liedern. Also Pentiment, einer der ganz zentralen Kandidaten für die Vorlesung Sprache und Spiel. Was man jetzt gerade noch gesehen hat, das hatte ich vergessen zu erwähnen,
Mediengeschichtlich werden hier natürlich alle Aspekte durchgespielt, von der Handschrift über die Illustration hin zum Druck. Und auch das, dafür ist das Spiel besonders prädestiniert und hat seinen Platz in der Vorlesung verdient. Also als die Frage, wie gehen wir mit unterschiedlichen Medien um, hier sieht man es gerade. Und das ist tatsächlich eines der, der großartigen Entwürfe, der nicht umsonst an den Namen der Rose von Umberto Eco erinnert. Okay, damit sei aber, glaube ich, alles zu diesem Spiel gesagt, Pentiment. Und da freue ich mich schon wirklich sehr drauf. Das nächste Spiel, das in die Vorlesung unbedingt gehört, ist Planet of Lana. Planet of Lana hat mich im Mai und Juni beschäftigt. Ist ein kleines Spiel, das nicht viel Zeit braucht. Also das heißt, vom Umfang her relativ überschaubar ist und bei den Kritikerinnen Bestwertungen eingeheimst hat. Unter den Spielern, also in der Community, das sieht man hier schon sehr positiv. Die Community ist gespaltener Meinung. Besonders herausragend ist erstmal der grafische Stil. Das erinnert an an Filme des Studio Ghibli. Und der Soundtrack ist über jeden Zweifel erhaben. Das hat aber auch seinen Grund. Warum ist das Thema für die Vorlesung Sprache und Spiel besonders interessant? Der Plot ist nicht der interessanteste. Der ist relativ vorhersehbar und auch erwartbar. Viel interessant ist allerdings, dass in dem Spiel selbst eine künstliche Varietät entwickelt wird. Ah, das ist toll, Desert Chase. Eine künstliche Varietät entwickelt wird, die sich im Wesentlichen auf sprachliche Gesten konzentriert. Das heißt, wir haben Namen, wir haben Grüße und mit sprachlichen Gesten wird auch gezeigt. Also, wenn man so will, ist dieses Spiel wirklich prädestiniert dafür, um den Zusammenhang zwischen Sprache und Zeigen zu illustrieren, also was auf Gestik beruht. Dazu gehört auch, dass das ganze Spiel um eine zentrale Melodie gestrickt ist, die hier sinnstiftend im Vordergrund steht. Das heißt, dieser Welt ihren Klang zurückzubringen, ist im Wesentlichen Ziel des Spiels. Ja, unbedingt spielenswert, hat einen Umfang von, ich weiß nicht, glaube ich, 8 oder 9 Stunden. Das kann man an einem verregneten Wintertag tatsächlich durchspielen. Ist eine unbedingte Empfehlung wert. Und für die Vorlesung selbst, für den Zusammenhang der Deixis, ein wirklich herausragendes Spiel. Planet of Lana. Dann, neben Planet of Lana, American Arcadia. American Arcadia ist ein sehr, sehr kleines Spiel, kam Ende des Jahres, habe ich im November gespielt und ebenfalls wie Planet of Lana wirklich überschaubar vom Umfang her. Für diejenigen von Ihnen, die die Truman Show kennen als Konzept, ist eigentlich über das Spiel alles gesagt. Denn im Wesentlichen ist es in der Anmutung von Alone in the Dark, also als Side-Scroller mit Rätseleinlagen, die es durchaus in sich haben, ideal geeignet, um genauso eine Geschichte zu erzählen. Das Interessante ist jetzt, wenn man sich fragt, ja, wenn wir die Truman Show haben, wozu brauchen wir dann noch American Arcadia? Das ist genau der Punkt, wo das Videospiel seine Stärken ausspielt, und zwar sowohl narrativ als auch perspektivisch. Denn es kombiniert unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Spielfiguren, zwischen denen man auch wechselt. Und vor allen Dingen, es durchbricht die vierte Wand auf noch ganz andere Art und Weise, als es die Truman Show selbst tut. Denn sie adressiert explizit die SpielerInnen mit ihrem Medienkonsum und Medienverhalten, die überhaupt so eine Szenerie erst vorstellbar machen. Der Stil ist gut, es läuft hervorragend auf dem Deck. Jeder, der eine Form der Unterhaltung sucht, die durchaus filmisch inszeniert ist und spannend entwickelt, sollte American Arcadia eine Chance geben. Das ist ganz kurz. Aber deswegen hat es seinen Platz in der Vorlesung. Eben wenn man sich darum fragt, was kann denn das Medium narrativ neben dem Film besonders leisten. Von Verne, The Shape of Fantasy war ich, um ehrlich zu sein, spielerisch sehr enttäuscht.
Es hat den Anschein auf mich gemacht, als ob hier so etwas wie The Captain auf mich zukommt. Ich habe das im August gespielt, danach auch nicht wieder angefasst. Spielerisch tatsächlich muss man ehrlich sagen, liegt es mehrere Klassen unter The Captain. Es will ein Point-and-Click-Adventure sein mit Rätseln, die allerdings überhaupt nicht logisch sind. Und wo man nur durch sehr viel, durch Trial and Error überhaupt weiterkommt. Die Steuerung ist hakelig. Das Item-Management ist wirklich unübersichtlich und auch unverständlich. Und man sieht es hier vielleicht schon, die grafische Anmutung ist okay, aber das wäre in der Form auch auf einem Super Nintendo oder Sega Genesis möglich gewesen. Und ich habe mir viel erhofft davon. Warum es trotzdem in die Vorlesung kommt, das muss man ja mal irgendwie erklären, ist es so, dass tatsächlich die Entwickler, glaube ich, sehr, sehr viel gewollt haben und das nicht unbedingt einlösen konnten. Ich habe mir von World of Shape of Fantasy viel erwartet, aber es geht im Wesentlichen darum, dass man ein biografisches Detail aus dem Leben von Jules Verne nutzt, um eine Vorstellung seiner Vorstellungsgedanken und Gefühlswelt, also seiner Psyche, in eine metaphorisch, allegorisch aufgeladene Metanarration zu verpacken und diese hier zu entwickeln. Also es geht um das Scheitern des Schreibers, des Autoren. Und den Platz in der Vorlesung bekommt das deshalb, weil es mir hier um die metaphorische und allegorische Ausgestaltung einer zentralen Spielidee gehen wird, die zwar vom Gameplay her und in der Narration etwas schleppend ist, aber in der es vor allen Dingen um die Kombination unterschiedlich metaphorisch-allegorischer Versatzstücke im Narrativen geht. Das kann man in dem Spiel machen, gelingt hier allerdings in Wirn nicht so gut wie zum Beispiel wie in To the Moon, um mal ein vergleichbares Spiel zu nennen, das Ähnliches versucht, das aber sehr viel besser löst. Also To the Moon wäre da eigentlich vorzuziehen, aber Wern kann man da als gutes Beispiel ebenfalls in eine solche Vorlesung ziehen. So, das war Wern. Jetzt schaue ich noch einmal durch, ob ich nicht eines noch vergessen habe. Pentiment, Planet of Lana, American Arcadia, Wern, Unpacking Hades und schlussendlich The Captain. Ja, eins habe ich noch vergessen. Und zwar Chance of Senna. Chance of Senna habe ich nur ganz kurz angespielt. Vielen Dank an Robert Zederberg für den Tipp. Das hatte ich wirklich nicht auf der Agenda. Worum geht es in Chance of Senna? In Chance of Senna erschließt man in einer sehr reduzierten Spielewelt eine Schriftsprache, wenn man so will. Und zwar auf der Basis von ikonischen Darstellungen, die zu Schriftzeichen gerinnen, und auf der Basis der Erschließung dieser Schriftzeichen erschließt man eine Sprache, die dann auch zum zentralen Idiom in der Kommunikation mit der Umgebung wird. Das ist sehr, sehr spannend, weil sie natürlich illustriert, wie man, das hier hat man es gerade gesehen, wie man eine Kultur sich erschließt über den Zugang zu ihren zentralen Schriftzeichen. Also hier geht es mehr oder weniger um Entschlüsselungsprozesse, um das Dechiffrieren, um den ikonischen Bezug von Schriftzeichen, also von Graphemen und Schriftzeichen zu einer Sprache. Und deshalb muss das natürlich in die Vorlesung Sprache und Spiel. Das ist überhaupt keine Frage. Chance of Senna, möglicherweise packe ich das auch nochmal in ein Let's Play. Da bin ich mir aber noch nicht sicher. Ganz sicher nicht noch einmal spielen werde ich Wern. Aber es gibt noch einige Spiele, die in Videoformat gegossen werden müssen, bevor wir in die Vorlesung gehen. Und das werde ich auch im ersten Halbjahr 2024 tun. Nein, es ist kein weiteres mehr dabei. Honorable Mention ist Songs for a Hero. Hier geht es im Wesentlichen darum, dass man narrativ eine
klassische Heldengeschichte bekleidet in einem Jump'n'Run, das angelehnt ist an die Wonderboy-Serie. Und der Held reflektiert permanent kritisch seine eigene Rolle in diesem Spiel mit allen Reduktionen auf eine sehr humorige Art und Weise. Das ist möglicherweise ein Bonus in der Vorlesung, bin ich mir aber noch nicht sicher, ob ich das integriere. So, damit hätten wir eigentlich alle beieinander. Also Pentiment, Planet of Lana, American Arcadia, Wern, Hades, Unpacking, The Captain und Chance of Senna. Und das, denke ich, ist schon mal eine sehr, sehr gute Ausbeute für ein Spieljahr 2023, wenn man denn auf die Vorlesung Sprache und Spiel hinschaut. Auf die freue ich mich schon sehr. Jetzt aber Ihnen erst einmal ein frohes Weihnachtsfest. Und ich bin gespannt, welches von den Spielen ich noch in ein Let's Play gieße im ersten Halbjahr 2024 und welche Spiele noch auf uns zukommen, die für die Vorlesung in Frage kommen. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Und bis dahin bin ich raus und